Nichts verändern. Alle Türen abgeschlossen. Oh, sieh es, Moment. Das muss ich mir doch gescheiter aufschreiben. Ja, nur ein Moment, Sir. Ich muss ein bisschen mehr Licht machen. Moment, bitte. Ja, sind Sie noch da? Ja, die Leiche ist jetzt auch da. Ja, die, die vorhin im Büro von Manz war, die liegt jetzt da bei mir, ja, im Büro von Herrn Manz. Und wissen Sie, was der Beste ist? Es ist der Herr Manz, unser Chef persönlich. Ui, ui, ui. Moment, hallo Sie, ich sehe nie eine Leiche. Da müssen Sie aber dringend mal zum Optiker. Er ist weiss Gott dick genug da. Das ist eine Zeit. Da ist er gerade vorhin noch gelegen. Wollen Sie mich eigentlich auf den Arm nehmen? Da sehe ich aus, wenn ich den Polizist auf den Arm nehmen könnte. Guten Abend, Herr Hauptmann. Wüsste nicht, was an dem Abend soll gut sein soll. Wo ist sie? Wer, Herr Hauptmann? Wer? Ach, dank die Frau, die die Leiche entdeckt hat. Aha, ja. Die war vorhin gerade noch da. Frau Pfister! Guten Abend. Guten Abend. So, also, wo ist jetzt die Leiche? Ja, so. Ja, die war vorhin auch noch gerade da. Oh, was soll das heissen? Dass sie jetzt halt leider nicht mehr da ist. Frau Pfister schwört aber... Schwört was? Oh, das ist er. Der Heiri. Der, den ich Ihnen vorhin gesagt habe. Mein erster Schatz. Ja, Moment mal, ja? Zeig dir mal. Jesus, nein. Ja, so viel gewachsen bist du nicht mehr seit da, ne? Ja, Frau Manz, nehmen Sie mir doch bitte Platz. Was? Was habe ich gesagt? Eine super Frau, ne? Und heiratet so nicht. Ja, Frau Manz, folgendes. Wie ist es denn passiert? Frau Manz, wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Aber, keine Angst, wir machen so kurz und schmerzlos wie möglich. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Frau Pfister! Ich stelle die Frage. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Meine Worte, hä? Schon manche Mord hat sich als Leidenschaftsdrama entpuppt. Würden Sie es sonst noch jemandem zutrauen? Sie hat auch Grund gehabt. Was? Ich? Der Herr Manz hat ja ein Engelsgeduld gehabt mit ihrem Mann. Aber schlussendlich hat er halt diesen Süffel doch rausgehen. Sie Süffel, müssen Sie meinem Mann nicht sagen. Mein Mann ist kein Süffel, er sauft, okay, ja. Aber ein Süffel ist er noch lange nicht. He? Auf alle Fälle hat er dem Herrn Manz gedroht, wo der Herr Manz ihn entlassen hat. Er ist doch nicht wahr, er hat ihm nie gedroht. Er hat nur gesagt, rein, will ich mal in den Dunkeln. Fräulein Seitz, haben Sie gestern Abend irgendetwas beobachtet, das uns da weiterhelfen könnte? Nein. Ach, es ist alles so schrecklich. Vielleicht auch wieder einmal etwas dürfte ich sagen. Mach nur mal. Oh, merci vielmals, Frau Pfister. Also, was hast du zusammen? Ich habe das Gefühl, jeder von Ihnen kann es gewesen sein. Ich bin sogar ganz sicher, dass der oder die, wo der Herr Manz umgebracht hat, sich den Moment da in dem Raum befindet. Und Kind hat es mit dem Dolch. Ach, das ist ja der Brieföffner vom Herrn Manz. Ja, der ist im Rücken von der Leiche gesteckt, als ich sie entdeckt habe. Was? Sie haben sie entdeckt, Frau Pfister? Ja, logisch. Wer denn sonst? Im Büro vom Bergschen ist sie rumgelegen, zuerst. Ja, was soll das heißen? Zuerst? Und nachher ist sie plötzlich da wieder auftaucht. Oh, das gibt's nicht, das ist doch absurd. Nicht absurder als Ihre Bezichtigung. Ich könnte vielleicht den Mann so umbringen. Apropos Bezichtigung, Frau Seitz. Nein, Ruhe!
Hast recht, Heiri, setz dich nur mal durch. Ruhe!